Eigenleben und Verselbstständigung. Diese Begriffe verbinden die Installationen von Medienkünstler Kilian Kretschmer. Gerade arbeitet er viel mit Spiegeln, wie bei seinem Kunstwerk Sand. Dazu braucht er einen Beamer, zwei Wände und vier Spiegel. Seine Installationen waren schon in Frankreich, Russland und in der Schweiz zu sehen. Hallo, ich bin der Kilian, ich lebe seit 2005 in Karlsruhe und ich liebe die Stadt, weil ich mich hier künstlerisch gerade durch Institutionen wie das ZKM frei entfalten kann. Ich werde euch jetzt drei schöne Orte zeigen, kommt einfach mit. Kilians erste Empfehlung führt uns in das größte Viertel von Karlsruhe, Durlach. Früher eine eigenständige Stadt, ist es seit 1938 eingemeindet. Heute leben hier rund 30.000 Einwohner. Sehenswerte alte Gassen prägen den Ortskern. Durlach war einst Sitz der Markgrafen von Baden-Durlach. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg brannte ihr Schloss, die Karlsburg, ab und wurde nur teilweise wieder aufgebaut. Wir sind hier im Zentrum von Durlach. Hinter mir zu sehen ist die Karlsburg, in der Karl Wilhelm lebte und von wo aus er vor 300 Jahren die Stadt Karlsruhe geplant hat. Denn die Überreste der zerstörten Karlsburg waren ihm zu eng geworden. Durlach hat seinen eigenen Hausberg, der den Beginn des Nordschwarzwaldes markiert. Man kann mit der Seilbahn hochfahren, aber ein paar Stufen bleiben noch bis zum Aussichtsturm. Der Turmberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier aus hat man eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Karlsruhe und kann sogar bis nach Frankreich rüberschauen. Von hier aus sieht man auch Kilians zweite Empfehlung, den alten Schlachthof. 2006 wurde der Schlachtbetrieb eingestellt und das Gelände in ein Zentrum für Kultur und Kreativschaffende verwandelt. Es bietet Platz für Ateliers, Veranstaltungen und Ausstellungen. In einem der Gebäude werden Container als Büroräume vermietet. Vor allem Startups nutzen das Angebot. Ein paar Häuser weiter befindet sich die ehemalige Fettschmelze. Sie ist die Party-Location auf dem großen Areal. Auf dem Gelände des alten Schlachthofs gehe ich besonders gerne in der Fettschmelze feiern. Hier ist immer richtig was los. International gefragte DJs machen diesen Club für Musikliebhaber wie mich besonders fett. Weiter geht es zum Karlsruher Schloss, genau gesagt zum Schlossgarten. Hier befindet sich auch der Botanische Garten. Historische Bauten wie die Orangerie schirmen ihn gegen den Trubel der Stadt ab. Exotische Pflanzenarten gibt es in den Gewächshäusern das ganze Jahr zu sehen. Kilians Lieblingsort im Sommer ist der Fasanengarten. Bei gutem Wetter ist hier immer was los. Grillen, trinken, beisammensitzen. Da ist Kilian mit seinen Freunden auch dabei. Viele junge Leute treffen sich hier im Fasanengarten zum Picknick. Auch ich lasse meinen Abend jetzt hier ausklingen. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour durch Karlsruhe gefallen. Cheers!